Die kalte Prinzessin, die diesen Spitznamen bekommen hat, ist eine neue Mitarbeiterin, die dieses Jahr eingestellt wurde. Ihr Name ist Orihime Hiyosaka und ihr Spitzname kommt von ihrer eiskalten Einstellung gegenüber Männern. Sie hatte trotz ihrer rauen Persönlichkeit aufgrund ihres schönen Aussehens eine wachsende Fangemeinde. Und dieses Mädchen. Guten Morgen, Itoda-san. Oh, deine Krawatte sitzt nicht richtig. Lass sie mich für dich richten. Aus irgendeinem Grund war sie sehr freundlich und nett zu mir. Koki Itoda. Ich werde dieses Jahr 24 Jahre alt und bin ein ganz normaler Büroangestellter. Ich arbeite schon seit meinem Schulabschluss, aber nicht so lange, dass ich mich damit bürsten könnte. Deshalb wunderte ich mich, warum sie nur nett zu mir war. Bitte hört auf, mir unverfroren mit der Zunge zu schnalzen. Dadurch waren die Leute auf der Arbeit eifersüchtig auf mich, was die Sache unangenehm machte. Wie unhöflich von diesen engstirnigen Leuten. Was noch wichtiger ist, hast du Pläne für das kommende Wochenende? Nein, ich denke, ich werde einfach zu Hause spielen. Spiele? Das ist sehr schön. Könnte dieses Mädchen ein Engel sein? Manche würden mich dafür kindisch nennen, aber Hiyosaka-san schien das nicht zu stören, also konnte ich nicht anders, als das in meinem Kopf zu denken. Weißt du, es tut mir leid, dass ich dich in einem so wichtigen Moment störe. Aber wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mit mir abhängen? Was? Ist das? Ja, ein Date. Ich möchte, dass du dich mit mir triffst. Das war's. Sie ist doch ein Engel. Ich habe ihre Einladung ohne Fragen angenommen und bin aufgeregt ins Büro gegangen. Yo, Itoda. Was sollte das denn? Warum versuchst du die schönste Frau der Firma ganz für dich allein zu behalten? Ich wurde vor meinen Kollegen, die die Szene beobachteten, ausgefragt. Trotz alledem kam der Tag unseres versprochenen Treffens. Itoda-san! Ja, ich bin froh, dass ich zu dieser Verabredung gehen konnte, auch wenn meine Kollegen mich dazu befragt haben. Ehrlich gesagt, Hiyosaka-san sah so süß aus, so herausgeputzt. Guten Morgen. Ja, morgen. Du siehst wirklich hübsch aus in dem Kleid. Oh, danke vielmals. Sie wird rot. So süß. Dann lass uns gehen. Du wolltest doch ins Katzencafé gehen, oder? Ja. Hiyosaka-san sagte, sie wolle sich mit mir unterhalten, also gehen wir in ein Katzencafé, da sie eine Katzenliebhaberin ist. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn ich sie zu mir nach Hause eingeladen hätte, aber ich hatte von Anfang an nicht den Mut, sie zu mir nach Hause einzuladen. Also werden wir draußen reden. Hiyosaka-san? Ist das okay für dich? Sie ist sehr frech. Wo ist die kalte Prinzessin hin? Oh, natürlich ist es das. Ich danke dir vielmals. Ich kann nicht. Mein Herz hält das nicht mehr aus. Ich habe es bis zum Katzencafé geschafft, während ich fast von Hiyosaka-sans Kostbarkeit mitgenommen wurde. Obwohl ich mich an nichts auf dem Weg dorthin erinnern kann. So ein süßes Kätzchen. Hiyosaka-san war ganz fanat in die Katzen, als wir im Katzencafé ankamen. Ja, sie ist zu süß. Hiyosaka-san, du magst Katzen wirklich sehr, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ich dir etwas Peinliches gezeigt habe. Ich finde es überhaupt nicht peinlich. Es ist eigentlich ganz süß. Du warst schon immer so nett, Itoda-san. Wie bitte? Oh, nein, nein, es ist nichts. Was hat sie damit gemeint? Es ist doch gar nicht so lange her, dass sie dafür mal angefangen hat. Sind wir uns schon mal begegnet? Nein, das hast du nicht. Oh, ich habe nicht... Nein, nein! Wenn ich sie in der Vergangenheit getroffen habe, kann ich verstehen, warum sie nur nett zu mir ist, aber ich glaube nicht. Nur wenn ich ein hübsches Mädchen wie sie getroffen habe, wie könnte ich das vergessen? Danach wollte Hiyosaka-san das Café aus irgendeinem Grund verlassen, also sind wir gegangen. Wir betraten das Café, weil wir uns unterhalten wollten, aber am Ende konnten wir nicht mal ein richtiges Gespräch führen. Und ich habe dafür bezahlt. Ich bin ein Kerl und ihr Senior, also wollte ich eine gute Miene aufsetzen. Es tut mir leid, zu sagen, dass ich sofort gehen wollte. Gibt es einen Ort, an den du als nächstes gehen möchtest? Oh, wie wäre es mit Kino?
Wir sind ins Café gegangen, um zu reden, und jetzt willst du ins Kino gehen, wo überhaupt nicht geredet wird? Es ist, als ob du darauf wartest, dass die Zeit mit möglichst wenig Konversation vergeht. Na, lass uns ins Kino gehen. Ah. Aufatmen. Ja, da ist was los. Das dachte ich mir, aber ich bin nicht nah genug an Hiyosaka-san dran. Wenn überhaupt, versuche ich, sie von hier aus besser kennenzulernen. Also konnte ich nicht zu tief eintauchen. Als wir im Kino ankamen... Oh, das ist der Film Reincarnated as a Slime. Sieht so aus, als würde die Vorführung heute beginnen. Siehst du dir Anime an, Hiyosaka-san? Ja, ich mag sie sehr. Ich verstehe, ich auch. Es ist großartig, nicht wahr? Ich weiß, deshalb habe ich angefangen, sie zu schauen. Hm? Hast du etwas gesagt? Nein, es ist nichts. Wirklich? Willst du das hier ansehen? Ist es okay? Ja klar, ich mag diesen Anime auch. Dann bitte. Und so beschlossen Hiyosaka-san und ich, uns den Film Reincarnated as a Slime anzusehen. Hiyosaka-san war während der Vorführung sehr aufgeregt und sah so süß aus. Dieser Film basiert auf einer Light Novel, ist also eher ein Otaku-Anime. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass Hiyosaka-san ihn mag. Sie hat wirklich viele Seiten an ihr. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war es. Ich werde Hiyosaka-san nichts sagen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, ihr zuzusehen, wie sie sich aufregt. Ich will noch 5 Runden machen. Das ist eine Menge. Warte. Koki? Was? Ryoga? Oh, du bist es. Lange nicht mehr gesehen. Ich hab dich seit der Highschool nicht mehr gesehen. Wie ist es dir ergangen? Heißt Tendo Ryoga und wir waren in der Highschool befreundet. Wir haben uns angefreundet, weil wir beide Anime mochten und oft bei Ryoga zu Hause waren. Aber nach dem Schulabschluss haben wir uns auseinandergelebt und ich habe ihn vermisst. Wer hätte gedacht, dass du mal mit einem Mädchen zusammen sein würdest? Was? Bei einem Date? Nun ja, so etwas in der Art. Ich dachte, du interessierst dich nicht für die dritte Dimension. Natürlich bin ich das. Warte, ist das... Was? Nein, dieses Mädchen. Du bist Orihime, nicht wahr? Nein, wer bist du? Das Gesicht ist eindeutig Orihime. Was soll das heißen, wer bist du? Ich bin dein Bruder. Warte mal. Ryoga ist dein Bruder? Nein, nein. Das ist eine verrückte Person, die ich gerade zum ersten Mal treffe. Wie kannst du so mit deinem Bruder reden? Was? Kann es sein, dass du dein Gedächtnis verloren hast? Nein, Ryoga, ihr Name ist Hiyosaka-san, nicht Tendo. Ich dachte, Ryogas Schwester heißt nicht Orihime. Oh, das habe ich dir nie erzählt. Als ich auf dem College war, hat meine Mutter wieder geheiratet und meinen Nachnamen geändert. Deshalb heiße ich jetzt Hiyosaka. Was? Wirklich? Das ist Hiyosaka-san eigentlich. Sie ist seine Stiefschwester aus der Wiederverheiratung. Großer Bruder, du Idiot! Du hast alles ruiniert! Ich habe mich so sehr bemüht, es zu vertuschen. Wie kannst du das nicht merken? Orihime? Warte, Hiyosaka-san? Orihime, warte! Wo willst du denn hin? Wir riefen Hiyosaka-san zu, die plötzlich hinauslief, ohne sich umzudrehen. Hiyosaka-san wurde wütend und erschreckte uns so, dass wir zu spät kamen, um ihr hinterherzulaufen. Ryoga, lass uns Hiyosaka-san verfolgen. Ja, wir haben Hiyosaka-san gesucht. Wo ist sie? So sehr wir auch suchten, wir konnten Hiyosaka-san nicht finden. Wie können wir sie verlieren, wo sie doch so schön ist? Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Ich habe nicht mehr mit ihr zusammengewohnt, seit ich auf dem College bin. Und sie war schon immer gut im Versteckspiel. Die Art, wie sie gerade wütend wurde, hat mich an etwas erinnert. Hiyosaka-san ist Riki-chan, die bei euch zu Hause mit uns gespielt hat, oder? Ich war überrascht, als ich sah, wie anders sie aussah als damals. Ryoga hatte eine Schwester, die 2 Jahre jünger war als er. Und ich war oft mit ihr zusammen. Aber sie sah immer sehr schlicht und ruhig aus, so dass ich sie gar nicht erkannte.
und ihr Name war ein anderer. Aber ich bin mir sicher, dass ich diesen wütenden Blick in der Vergangenheit schon oft gesehen habe. Ich verstehe. So hat sie dich gegenüber genannt. Warum hat sie einen falschen Namen angenommen? Sie mochte den Namen Orihime nicht. Deshalb nannte sie sich Riki, indem sie Ri für das Kanji ihres ersten Buchstabens und Ki für den zweiten verwendete. Aber es ist so ein schöner Name. Um ehrlich zu sein, haben sich die Jungs immer über ihren Namen lustig gemacht. Weißt du noch? Orihime war früher sehr schlicht. Ich schätze, sie wollte sich davon lösen und änderte ihr Aussehen gleich nach dem Schulabschluss. Ich verstehe. Das ist also passiert. Warum sie Jungs nicht mag. Und warum sie ihre Vergangenheit versteckt hat, ist mir jetzt klar. Ryoga, weißt du, wo Hyosaka-san jetzt wohnt? Ja, ich habe ihr geholfen, als sie eingezogen ist. Also gut, kannst du das Haus überprüfen? Ich werde zu einem anderen Ort gehen, den ich im Kopf habe. Ja, okay. Was soll ich nur tun? Ich habe mich so sehr bemüht, mich zu ändern und besser auszusehen. Ich bin sicher, Kuki-kun mag mich nicht mehr. Ich kann dich nicht leiden. Itora-san? Warum bist du hier? Du warst doch immer hier. Immer wenn du damals mit Ryoga gekämpft hast, kamst du hierher, also habe ich es riskiert. Du erinnerst dich? Obwohl ich nicht viele gute Erinnerungen an die Schule habe, werde ich die Zeit mit dir und Ryoga verbracht habe nie vergessen. Und was noch wichtiger ist, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gemerkt habe, dass du Riki-chan bist. Oh nein, es ist meine Schuld, dass ich es vor dir verheimlicht habe. Weil du dachtest, ich würde dich nicht mögen, wenn du die alte Riki-chan bist? Ja. Es tut mir leid, habe ich mich so verhalten, dass du das denkst? Ich dachte, ich kümmere mich um dich wie eine Schwester. Aber irgendetwas muss dich doch beunruhigt haben. Hast du deshalb nicht verheimlicht, dass du Riki-chan bist? Nein, nein, das ist es nicht. Du warst immer nett zu mir, auch wenn ich langweilig war und schlecht aussah. Du hast mir nie etwas angetan. Ich verstehe. Dann hättest du nicht so tun müssen, als ob die Vergangenheit nicht passiert wäre, oder? Aber ich war so ein langweiliger Mensch. Ich kann dich nicht dazu zwingen, mich so zu mögen. Ich habe so hart daran gearbeitet, besser auszusehen. Wenn du mich als die Person siehst, die ich früher war, wärst du enttäuscht. Ist das wirklich wahr? Hm? Wie ich schon sagte, habe ich dich schon seit der Highschool als meine Schwester betrachtet. Also würde ich nichts von dir aus der Vergangenheit abtun. Aber ich würde es nicht schaffen, dass du mich magst. Um ehrlich zu sein, habe ich dich nicht auf diese Weise gesehen. Ich wusste es. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht zu dir hingezogen fühlte. Was? Der Grund, warum ich dich nicht so sehen konnte, war, dass du Ryogas Schwester bist. Deshalb habe ich versucht, dich so zu sehen, als wärst du meine Schwester. Damals, es war nichts Attraktives an mir. Du warst ein sehr fürsorgliches, freundliches Mädchen, weißt du? Ich denke, das ist sehr attraktiv. Außerdem hast du immer ein sehr hübsches Lächeln. Du warst also sehr attraktiv für mich. Du willst so tun, als hätte es die Vergangenheit nie gegeben, aber ich schätze, das hängt davon ab, wie du sie betrachtest. Was meinst du damit? Nach allem, was ich gehört habe, hast du dich sehr angestrengt, um von mir gemocht zu werden und du bist so hübsch geworden, oder? Ja. Glaubst du, ich hätte etwas gegen ein Mädchen, das sich so viel Mühe für mich gibt? Wenn überhaupt, dann macht es mich sehr glücklich. Oh. Du warst froh? Ja, ich bin sehr glücklich. Um ehrlich zu sein, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, warum du mich so gern magst. Deshalb war ich erleichtert und glücklich, als ich erfuhr, dass Hyosaka-san tatsächlich Riki-chan war. Oh, ich verstehe. Nicht weinen. Das bedeutet nicht, dass ich dein jetziges Ich abgelehnt habe. Nein, ich weine nur, weil ich so glücklich bin. Wirklich? Das hat mich erschreckt. Es tut mir leid. Kuki-kun? Hm? Was ist denn los? Nun, ich glaube, du weißt es schon, aber ich mag dich. Wenn ich es schaffe, dich glücklich zu machen, nimmst du mich dann als deine Freundin? Oh, ja, ich will dich auch als meine Freundin, Riki-chan. Vielen Dank.
Hey, hey, nicht weinen. Du warst schon immer eine Heususe, Riki-chan. Weil ich so glücklich bin. Ich bin schon seit dem ersten Jahr an der Highschool in dich verknallt. Es tut mir leid, dass ich dich über 6 Jahre habe warten lassen. Ich werde mich von jetzt an gut um dich kümmern. Ja, ich danke dir. So fingen wir an uns zu treffen und sie bat mich, sie Orihime statt Riki zu nennen. Vielleicht konnte sie mit ihrer Vergangenheit ins Reine kommen, als sie anfing mit mir auszugehen. Dann trafen wir uns mit Ryoga, der in Orihime-chans Haus auf uns wartete, aber Orihime-chan war immer noch wütend auf Ryoga und es war sehr schwer, sie zu beruhigen. Lass den unsensiblen großen Bruder jetzt bitte in Ruhe und komm mir ab jetzt näher, Kuki-kun. Orihime-chan schien zufrieden zu sein, nachdem sie Ryoga etwa eine Stunde lang belehrt hatte. Aber ich habe mich später heimlich bei Ryoga bedankt, denn ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Übrigens, Orihime-chan ist so streng mit Jungs, weil sie in der Vergangenheit belästigt wurde. Ich werde mein Bestes tun, um ihre emotionalen Wunden von nun an zu heilen.